Ja, einen Schwalbensprung ausführen, um zu fliehen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Hier. Aua. Da waren Vögel. Warum macht er nicht diesen Schwalbensprung? Wirklich, da waren noch Vögel. Da war auch so ein Ding. Warum macht er das denn nicht? Nein. Wieso bin ich denn jetzt hier? What? Da hätte ich schon wieder einen Schwalben. William Johnson aktualisiert. Todesdatum heute. Okay. Konzentrier dich, Connor. Danke. So. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Ich arbeite doch dran. Scheiße, da sind die Bären wieder. Aha. Wow, hallo. T is for Englishman. Ja, wir haben ein optionales Ziel wenigstens schon mal geschafft. Neue Mehrspielerbelohnung freigeschaltet. Okay. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 6 beendet. Das erklärt jetzt auch diesen Slow-Motion-Effekt. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templarplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Wer ist denn Pitcairn nochmal? Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Ja, stupsen wir den Kerl einfach mal weg. Kein Problem. Kein Problem. So, haben wir jetzt irgendwas Neues hier? Nö. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt wieder eine Sequenz beendet, sind in einer neuen gestartet. Ich würde sagen, wir machen hier dann auch mal einen Cut und werden dann, wenn im Grenzland nicht irgendwelche Untermissionen sind, wahrscheinlich die Hauptgeschichte erstmal weiterspielen. Ich verabschiede mich ganz herzlich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Creed. Wir reisen direkt, ich sag gar nicht viel, großartig viel. Wir reisen direkt mal los zur nächsten Mission ins Grenzland. Gucken wir, ob wir... Ach, sorry, wir müssen ja noch dahin laufen. Ich vergesse ja immer, dass dieses so doppelt gemoppelt dargestellt wird. Ja, dann eben noch ein Ladebildschirm zum guten Anfang. So, ah, interaktive Gespräche, ganz viele, zwei.
So, und dann reisen wir einmal kurz in das Dörfchen und gucken dann, was wir dort haben. Für Gespräche, ansonsten haben wir ja nichts hier. Noch ein Ladebildschirm, das fängt schon gut an, ja. Reden wir mal mit dir, der kommt jetzt zwar wieder, nur wir müssen lesen, aber... Ja, natürlich wird das reichen und wir können noch mal mit ihm reden. Okay, oder auch nicht. Sicher? Du hast noch was. Ja, dann verschwinde mal, du blödes Symbol. Ja, perfekt. So, dann gucken wir mal, was die Alte uns wieder sagen kann. Die rede ich ja echt gruselig. Ja. Ne? Und nochmal mit ihr reden. Wunderbar, dann haben wir auch diese Gespräche fertig. Und dann müssen wir direkt nach Boston wieder. Mal gucken, ob wir wieder jetzt mal die Mission, also die Mini-Aufgabe mit den Tunneln machen werden. Aber erstmal kommt gleich noch ein weiterer Ladebildschirm. Ja, wir wollen nach Boston reisen. Hervorragend. Hallo Boston. Ganz viele Rotröcke, die wir nicht mögen. Haben wir hier noch eine Mission, eine neue? Eine Siedlungsmission. Gibt's hier nicht irgendwo... Da können wir sogar Schnellreise machen. Dann machen wir erst die Siedlungsmission natürlich. Schnell. Lad schneller. Au, die habe ich zu spät gesehen. Das. So, können wir jetzt mal hier so Attentat aufwiegeln. Attentat.
So, dann haben wir, glaube ich, jetzt auch mal Hilfe angefordert. So, geschafft. Wir sind Bekanntheitsgrad 2. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und mochten den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Quebec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an wegen meiner Aktion. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter. Ja, und damit kriegen wir auch unsere Ärzte zusammen. Der Schläger. Ja. Ja, wir haben jetzt Bekanntheitsstatus 2. Hervorragend. Und jetzt müssen wir irgendwie... Nee. Hier, du kriegst mein Geld. Dankeschön. Nimm mein Geld und bleib in Ruhe. So, machen wir jetzt wieder die Hauptmission. Ich frage mich ja, was passieren würde, wenn ich gleich kein Geld mehr hätte. Um eben... Wow, das war knapp. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Dinger da hängen, aber okay. Hä, wohin muss ich denn? Das ist doch hier Paul Revere's Haus. Ich will behaupten, ich habe den falschen Eingang gefunden. So. Gehen wir jetzt einmal kurz hier rum. Das war jetzt, ich weiß, das war sehr, sehr intelligent, das Ganze. So, jetzt aber. Connor, welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei. Er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. 2 Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Ein bisschen aufdringlich, der Kollege hier. Und wieder ein Ladebildschirm. Ja, der Part, die Aufnahme ist ein bisschen geprägt von Ladebildschirm, aber da kann ich jetzt leider nichts dran machen. So.
Grenzland, 18. April 1775. Ah. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd! Ja, das würde ich auch lächerlich finden. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Alles klar. Wie schwul das aussieht. T drücken, um nach Anweisungen zu fragen. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Paul Revere's Ritt. Da gibt's echt eine Geschichte zu. Datum 18. bis 19. April 1775. In der Nacht vor den Gefechten von Lexington und Concord verließen Paul Revere und William Davis Boston, um die Bevölkerung im Hinterland zu warnen, dass die Briten auf dem Vormarsch waren. Insbesondere wollten sie John Hancock und Samuel Adams warnen, dass die Briten planten, sie zu verhaften. Revere verließ Boston per Boot über den Charles River und nahm die Straße über die Charlestown-Halbinsel. Davis nahm den längeren Landweg durch Boston Neck. Revere erreichte Lexington zuerst, aber Davis war nicht weit hinter ihm. Nachdem sie ihre Warnung an Hancock und Adams in Lexington überbracht hatten, beschlossen Davis und Revere nach Concord weiterzureiten, um die dortige Bevölkerung vor dem bevorstehenden Überfall zu warnen. Sie nahmen Samuel Briscoe mit, der seine Verlobte in Lexington besucht hatte. Briscoe lebte in Concord und kannte die Gegend daher gut. Eine Spritztour. Auf halbem Wege nach Concord wurden die drei Männer von einer britischen Patrouille aufgehalten. Revere wurde gefangen genommen, durch Davis und Prescott konnten entkommen. Davis verlor sein Pferd und versteckte sich mehrere Stunden lang in einer Scheune, bevor er sich zurück nach Lexington schlich. Aber Prescott erreichte Concord, um Alarm zu geben. Ein Glück, dass sie ihn auf dem Weg aufgegabelt hatten. Jahre später schrieb Henry Wadsworth Longfellow ein Gedicht über dieses Ereignis, das die drei Reiter zu einem zusammenfasste, Paul Revere. Aus diesem Grund kennt heute jedermann Revere's Namen und deshalb wird er so verehrt. Ja, also ich kann Revere nicht, aber ich kenne mich auch mit Geschichte nicht gut aus. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Das ist ja schön. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Ja. Wo sind wir eigentlich gerade? Ach, hier. Okay. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Das ist schön. Also wir sollen jetzt T drücken, um immer zu fragen, wo wir hin müssen. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Oh. Da war gerade eine Truppe, deswegen reiten wir jetzt hier. Ich versuche jetzt tatsächlich das Pferd gehorsam rechts hier durchzulotsen. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. So. Reite weiter! Alles klar. Also quasi diesen einen Weg folgen. Das ist ja jetzt schwer. Oh, heile Küchen! Da wären wir. Jetzt besser zu Fuß weiter. Wohin denn? Ich weiß doch gar nicht, wohin ich muss. Ach, das richtige Haus finden, okay? Das richtige Milizhaus finden. Wie finde ich das jetzt?